Hallo meine Lieben, ich habe heute mal wieder einen Action-Haul für euch. Es sind inzwischen 3 Einkäufe, es ist einiges zusammengekommen. Ich habe ein paar Sachen schon für Adventskalender besorgt. Ich habe für den Haushalt besorgt, Süßigkeiten, Bastelsachen, alles querbeet. Das zeige ich euch einfach mal. Macht euch vielleicht noch einen Kaffee oder Tee. Könnte heute etwas länger gehen als üblich. So, fangen wir einfach mal an mit so den Standards, die ich eigentlich immer mitnehme. Ich habe mal wieder Luftpolsterumschläge mitgenommen. Hier sind 5 Stück in A5 Größe. Ja, es blendet natürlich. Ich hoffe, das geht so vom Licht. Für 90 Cent. Aufpassen, dass nicht alles runterrollt. Und einmal die großen habe ich auch mitgenommen. Da sind immer 3 Stück drin für 97 Cent. Die sind halt da unschlagbar günstig. Und wenn man viel Post versendet, braucht man halt viel davon. So, irgendwie zur Seite, dass wir hier Platz haben. Dann machen wir mal weiter. Dann habe ich von Schokosachen ein bisschen was mitgenommen. Ich bin ja großer Fan von diesen Reese's-Sachen. Alles, was so Erdnuss und Erdnussbutter angeht, habe ich einmal diesen Riegel mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob das der ist, den es schon mal gab. Ich glaube, der sieht etwas anders aus. Der Nussriegel hat jetzt 83 Cent gekostet. Dann sammle ich schon so ein bisschen was für den Adventskalender für meinen Freund. Der wird wieder so aus Naschis und Badezusätzen und sowas bestehen. Da habe ich hier einmal die, beziehungsweise die hat er sich eigentlich sogar ausgesucht. Er hat geguckt, was ihm so gefällt, als er letztens mit war. Milka Daim Weihnachtsschoko 1,69. Genau. Und einmal Oreo. Oreo liebt die RE. Aber er wollte die halt auch gerne. Da sind solche eingepackten, gefüllten Kügelchen drin, wie man hier sieht. Von Milka. Diese beiden Päckchen. Dann habe ich auch mitgenommen. Das benutzt er ja eh immer für den Adventskalender. Hier aber die kleine, weil die große kriege ich nicht in die Tütchen verpackt, die ich habe für den Kalender. Das Axe-Duschgel, seine Lieblingssorte, für 1,34 Euro ist der reguläre Preis. Dann habe ich hier einige von diesen Glitzersets für jemanden besorgt, für eine Freundin. Hier einmal Blau-Silber, das ist jetzt loser Glitzer in so Flaschen verpackt. Steht hinten auch immer drauf, die Farben. Dann haben wir hier Pink und Dark Pink, also so rosa und ja, eigentlich sind es fast eher lila Töne, würde ich meinen. Kommt jetzt dunkler rüber, als es ist in der Kamera. Dann gibt es eins Gold und Kupfer, soll das sein. Es gibt noch eins mit Rot und Gold, aber das wollte sie nicht haben. Und 2 Grüntöne. Da habe ich jetzt nur jedes Päckchen einmal hier liegen. Also Janine, falls du das Video schaust, nicht wundern. Ich habe dir natürlich mehr besorgt. Aber ich dachte, ich zeige jetzt nur eins in die Kamera, sonst habe ich hier so viel Zeugs liegen. Da kostet ein Set 94 Cent, genau. Dann habe ich von TT Sept noch 2 Badesalze mitgenommen, basische Badesalze. Einmal mit Spirulina-Alge, einmal mit Aktivkohle, grün und pure. Er badet halt auch gerne und da habe ich gedacht, naja, sowas kann man doch mal probieren. Er hat auch relativ empfindliche Haut und da ist sowas sicherlich sehr gut hier mit Tonerde und so weiter. Das riecht auch, muss ich sagen, man kann ja dran riechen, sehr angenehm. Es gibt ja manchmal welche, die stinken regelrecht. 59 Cent waren die, genau. Die kleinen hier 59 Cent. Und dann habe ich noch dieses Kakao-Vanille. Das klingt wirklich gut. Riecht man da was? Das riecht man jetzt leider nicht so. Da ist nicht so ein Duftfeld. Das hat 89 gekostet. Da gibt es ja immer mal verschiedenste Sorten. Das ist auch schon für einen Adventskalender. Ich muss nur aufpassen, ich mag das nicht neben den Süßigkeiten. Das zieht an. Das ist, finde ich, ekelhaft. So, das war ein Einkauf. Machen wir den Zettel mal zur Seite. Nehmen wir uns den nächsten vor. Ich habe noch einmal so ein pinkes Hatchimal-Ei mitgenommen. Diesmal die Nummer 71. Da sind ja immer Nummern drauf. Da, wenn man darauf achtet, dass man immer eine andere Nummer kauft, hat man dann auch nichts doppelt. Meine Nichte hat das letzte bekommen. Das hatte ich ja schon ausgepackt. Da hatte sie dieses lila Viechs hier drin. Wartet mal. Dieses hier an der Seite rechts. Fand sie so niedlich. Sie hat gesagt, sie wünscht sich zum Geburtstag noch eins. Und da man immer nicht weiß, wie lange Action sowas wirklich im Sortiment hat, habe ich jetzt noch eins mitgenommen. Das kullert mir gleich weg. Mal hinstellen. Ich hoffe, das bleibt stehen. 3,99. So, die Glitzersets habe ich euch schon alle gezeigt. Dann, die habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Die habe ich letztes Jahr oder schon noch länger her immer gerne gekauft. Diese Reiskräcker mit Paprika, die gibt es auch noch gesalzen. Schmecken sehr lecker. Die sind im Ofen gebacken, halt nicht frittiert und dadurch nicht ganz so schlimm wie Chips oder so. Nicht so fettig. Vertrage ich zum Teil nicht so gut.
Die haben jetzt gekostet 89 Cent. Habe ich durch Zufall an der Kasse gesehen, dass es die wieder gibt. Da habe ich mich gefreut, weil die fanden wir beide immer sehr, sehr lecker. Da hat er dann auch immer abends mitgenascht. So, dann gab es von Reese's diese, die kenne ich auch noch nicht. Diese Rounds. Ja, ist halt auch Erdnussbutter drin, muss man mögen. Aber ich stehe total auf diese Sachen, so Schoko mit Erdnussbutter und Erdnüssen. Die haben jetzt Normalpreis 1,29 Euro gekostet, genauso wie die. Und ja, die musste er gleich probieren, weil er steht ja so auf dieses weiße Schokolade, Oreo-Cookie-mäßige total. Die sind jetzt auch schon alle, die Packung, weil die haben ihm so gut geschmeckt, auch 1,29. Dann wollte ich Nachschub holen und es gab letztens keine. Da war er etwas traurig, dass ich keine bekommen habe. Aber es gab jetzt diese Woche wieder welche. Kommt gleich. Dann habe ich die einmal mitgenommen. Das ist, glaube ich, wie die normalen Peanut Butter Dinger, nur in Kürbisform. Ja, für Halloween. Müsste jetzt natürlich nicht eine spezielle Form haben. Ist, denke ich mal, wie die Peanut Butter Cups, die es gibt. Ich fand es einfach witzig. Lag bei den Halloween Naschereien. Ja, und da ich das Zeug eh liebe, habe ich die noch mitgenommen. Die waren, bin ich der Meinung, 99 Cent, wenn ich sie jetzt hier finden würde. Ja, müssten 99 Cent gewesen sein. Es ist so klein geschrieben auf dem Kassenzettel, man findet da ja schon gar nichts mehr. Hier, schaut euch das mal an. Das ist so mini, so eng zusammen. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Dann gab es da auch schon die ersten Weihnachtssachen. Da habe ich jetzt mal bei den Bändern geschaut. Da habe ich eins gefunden, das ist so ein weißes und das hat so irisierenden, ja, das irritiert natürlich die Kamera total. Weiß irisierendes Glitzerband, das sieht aus wie Schnee. Fand ich jetzt so für die Weihnachts- oder generell Winterbastelei sehr schön. Ist mal was anderes. Gab natürlich noch breitere und verschiedene Breiten. Rot, braun, grün, gold, silber. Aber ich wollte jetzt nur dieses haben. Ich benutze davon nicht so viel. 79 Cent bei den Weihnachtsartikeln. Das lag aber eher bei den Deko-Sachen. Dann, was ich immer mal mitnehme auf Vorrat, sind die Domestos. Die sind da einfach günstiger als in der Drogerie. Es sei denn, die gibt es irgendwo anders im Angebot für 99 Cent jeweils. Da gibt es jetzt beim Action aktuell immer nur die Sorte Limette. So, machen wir hier mal weiter. Dann habe ich, ja, ganz unspektakulär, einen Bambusteller mal mitgenommen. Ich habe nämlich schon länger nach irgendeinem Teller gesucht, den ich nehmen kann zum Rummatschen im Bastelzimmer für Rasierschaumtechnik beispielsweise, die ich unbedingt mal machen möchte. Und ich wollte jetzt keinen Essteller nehmen, von dem dann gegessen wird und das da drauf machen. Daher dachte ich, der ist dann fürs Bastelzimmer, der bleibt dann hier und wird dann halt vollgeschmuddelt und hinterher wieder sauber gemacht. 99 Cent war, glaube ich, bei diesen Campingartikeln und sowas habe ich den gefunden. Gab auch nur dieses Muster. So, dann habe ich, gab es relativ zeitig in Berlin schon, diese neuen Sets, wir fangen mal an, das sind 4 Stück von Clearstems mit Stanzen bekommen. Weihnachtliche. Hier haben wir halt heißen Schokolade mit Marshmallows, da vielleicht ein Glühwein, Zimtstangen. Der Banner ist auch ganz hübsch. Fand ich ganz nett, das Set. Ich bin mal gespannt, wie sie qualitativ sind. Sie fühlen sich aber nicht ganz so lapprig an wie die letzten Clearstems, die ich hatte. Da kann man jetzt die Tasse ausstanzen und diesen kleinen Zweig. Sind ja immer nicht Stanzen für alles dabei, sondern nur für ein, zwei Motive. Aber ist ja auch nicht so tragisch. Ich habe ja inzwischen einen Plotter, dann geht das ja auch. Oder man schneidet mal was mit der Hand. Dann hier den süßen Schneemann mit Zuckerstange, Schleife, so ein Zweig. Die Laterne sieht auch ganz schick aus. Dieser Kranz, hier kann man halt die Schleife und den Kranz ausstanzen. Die sind auch, wenn man schaut, oben nummeriert. 1, 2. Dann haben wir Set Nummer 3. Da gibt es jetzt hier auch so ein, ich glaube, ein Ilex-Zweig ist es. Nochmal eine Schleife, ein kleiner Kranz. Dann It's the most wonderful time of the year. Der Spruch ist auch sehr schön. Ein kleines Päckchen und auch dieses Etikett finde ich ganz hübsch. Da kann man vielleicht sogar handschriftlich was draufschreiben oder halt drauf stempeln. Vielleicht passt der da sogar rein, muss man schauen. Man kann das Etikett und den Spruch in dem Fall hier dann halt ausstanzen. Und das 4. Set, ich finde die Sets diesmal ganz hübsch, ist eins mit einem kleinen Tannenbäumchen, Kugeln, Geschenk und hier ist nochmal ein Spruch, we wish you a Merry Christmas. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Und so ein Stiefelchen und ein Stern. Da kann man den Stern und den Baum ausstanzen, finde ich ganz cool, weil dann kann man sich den Baum stempeln und ausstanzen und den Stern dann nehmen und auf die Spitze setzen. Obwohl ein ganz kleiner ist oben drauf, aber den sieht man kaum. Den kann man sich dann
Um draufkleben, in Gold zum Beispiel ausgestanzt und draufgeklebt oder Glitzerpapier. Ja, so halt Idee. Die Sets 1,95 jeweils. Ist mal wieder was zum Basteln gewesen. Dann habe ich, da waren sie im Angebot, als ich die gekauft habe, ein Set von diesen Markern mitgenommen. All Surface Marker, 3 Stück, 1,16 Euro im Angebot. Ich weiß gar nicht, was die regulär jetzt kosten. Die muss man halt schütteln und so aufdrücken, bevor sie schreiben. So ähnlich wie so bei Edding-Stiften. Ich hatte im Video von der lieben Nicole alias Very Important, falls du das Video schaust, ich grüße dich, gesehen, dass sie die ausprobiert hatte auf schwarzem Karton. Und da sahen Silber und Weiß richtig toll aus. Also die decken richtig gut auf dunklem Untergrund. Und da dachte ich, das ist nicht verkehrt. Wenn man da mal was da hat, die muss man halt gut schütteln. Da ist auch was drin, was klappert. Und da die so schön gedeckt haben, dachte ich, ist das jetzt so gerade Silber und Weiß nicht verkehrt. So für die Winterbastelei, um so Akzente auf dunklen Karton oder so zu setzen. Bin ich gespannt. Kann man wohl für verschiedenste Sachen nehmen. Auf Wasserbasis, für verschiedene Untergründe, Glas, Porzellan, Metall, Holz, Textil und so weiter. Ja, Wahnsinn. Da kann man sogar Steine, wie man hier sieht, mit bemalen. Gab natürlich auch noch bunte, aber ich wollte jetzt auf jeden Fall wegen Weiß und Silber haben. Schwarz ist natürlich auch nicht verkehrt. Daher habe ich mir das Päckchen einmal mitgenommen. Und habe ich schon länger nicht mehr gekauft. Da habe ich jetzt auch ein bisschen länger gesucht, weil er ja nicht mehr ganz aktuell ist. Aber ich habe den halt in verschiedensten Videos gesehen und fand den echt süß. Einen Block, so ein Lux Paper Block, wo steht da? 1,69 Euro. Ja, mit diesem Auto, die süßen Häschen. Ist einfach niedlich gehalten. Schöne Farben. Wir können ja einmal reingucken. Ihr kennt die sicherlich eh schon. Ich muss es nur jetzt seitlich blättern. Ja, dieses Hochzeitsauto. Das Häschen ist einfach auch süß. Stanzteile, dann haben wir hier so einen Bogen mit Vellum, wie immer. Sticker, die sind auch richtig niedlich. Der Hase in der Möhre, ist das süß. Ja, so für Kinderbastelei oder so ist das schon niedlich. Dann haben wir jetzt hier wieder Karton drin, Motivkarton. Das ist ja auch süß mit den Rosen. Obwohl das Blasse hier, naja. Wirkt ausgeblichen. Das ist auch schön. Also es sind schön zarte Farben. Dann ist hier so ein ganz verwaschenes Blau. Aber das Häschen ist auch einfach so süß. Einfach niedlich. Ja, und alles so schöne, zarte, pastellige Farben, niedliche Tierchen. Sowas ist ja, ach, die Katze ist auch süß. Da stehe ich ja irgendwie drauf, auch niedlich. Wenn man das schnell mal eine Geburtstagskarte oder so braucht für Kinder. Ah, der Igel wieder guckt. Ja, da ist der schon echt niedlich. Aber obwohl die Teile richtig groß sind. Also manchmal ist das schon schwierig auf einer Karte. Ja, vielleicht eine quadratische 15x15, müsste man gucken. Weil die Motive teilweise wirklich riesig sind. Aber schön sind die schon und so die Art, wie es gezeichnet ist, der ist auch niedlich. Ja, und diese Häschen. Meine Nichte liebt ja Häschen über alles. Der ist auch so schön. Seht ihr den? Ja. Ja, ich fand ihn einfach niedlich, daher musste der mit. Oder hier die Giraffe. Hier Happy Birthday ist natürlich auch cool. Ist schon schön gemacht. Und noch einmal, ein bisschen schlecht gedruckt, diese Vellum-Teile, obwohl ich die meist eh weniger benutze. Aber ich fand ihn einfach zu schön, um ihn nicht mitzunehmen, also durfte der mit und auch seit langer, langer Zeit mal wieder ein Block. Wie rum jetzt? So. Watercolor Designs. Den fand ich schön. Er hat auch zarte, pastellige Farben. Einen sehr unterschiedlichen Mix, würde ich sagen. Es sind Früchte, Tiere, Tassen, Blumen, floral, gestreift, gepunktet, Quallen, also Federn. Da ist eigentlich von allem was dabei, kann man sagen. Das ist so ein bunter Mix. Ein bisschen aquarellmäßig ist der halt. Ja, die Farben sind auch wunderschön mit den. Und das ist schön herbstlich. Ja, also der ist wirklich, finde ich, sehr gelungen. Da kann man was draus machen. Für unterschiedlichste Anlässe ist was dabei. Früchte, das finde ich auch sehr schön. Oder das, das ist auch ein Traum. Ja, es sind einfach mal wieder Motive, wo ich sage, okay, die sind schön, da kann ich was mit anfangen. Hier Bienchen und Honig. Sonnenbrillen. Ja, das ist quasi fast ein Jahreszeitenmix, kann man ja schon sagen. Federn. Jetzt kommen nochmal die Rückseiten. Den fand ich sehr schön. Er ist farbenfroh. Schöner, bunter Mix. Der gefiel mir. Der hat gekostet 1,94 Euro. So, was habe ich jetzt hier noch liegen? Ach, es sind sogar schon, wie ich gerade sehe, 4 Einkäufe. Naja, egal. Dann habe ich einmal, die waren im Angebot gewesen, wieder vor ein paar Wochen, Anfang des Monats, die Damenboxer mitgenommen. Hier wieder ganz andere Farben, da gibt es ja immer mal neue Motive. Die trage ich halt sehr gerne für 2,69 Euro 2 Stück. Das Päckchen. Und
einmal dieses Teil. Meine Nichte hat schon öfter mal erzählt, irgendwie Motive vom Handy abmalen und so. Dachte ich, ist das vielleicht nicht schlecht, wenn sie dann doch mal irgendein Motiv hat aus dem Internet, was sie dann gerne auf Papier hätte zum Malen. Einfach mal zum Ausprobieren, ob das gut funktioniert. Das hat gekostet 1,49 Euro. Kann man wohl für Handy oder auch für Tablet, wie man sieht, hier nutzen. Man kann Fotos oder Bilder halt dann reflektieren aufs Papier durch diese Scheibe und dann nachzeichnen. Glitzersets hatte ich euch alle gezeigt. Stanzen hatte ich für jemanden mitgebracht. Die kennt ihr aber auch alle schon. PC-Stein, okay. Dann ist das erledigt. Dann kommen wir noch zum Einkauf von heute. Achtung! Das habe ich jetzt noch hier im Beutel. Das hole ich mal eben raus. Es sind wieder ein paar neue Sachen dabei. Auch weihnachtliches. Basteln, Haushalt, alles querbeet, würde ich sagen, wieder. Fangen wir gleich einfach mal an. Einiges war auch im Angebot, was ich nochmal mitgenommen habe. Unter anderem hier diese Kekse, die gab es jetzt wieder. Letzte Woche gab es sie gar nicht, jetzt waren sie wieder da. Und da er sie so liebt, gleich zweimal. Einmal vielleicht noch für den Adventskalender oder zu Nikolaus. 6 Stück sind da leider auch immer nur drin. Waren jetzt 99 Cent im Angebot, kosten ja regulär sonst 1,29 Euro. So, habe ich jetzt richtig gesagt? Ja, 99. Und da ich ja total auf die Dinger stehe, die waren auch im Angebot, auch 99 statt 1,29. Da wird er sich freuen, kriegt er wieder Keksnachschub. Das hier. Und das habe ich noch für seinen Adventskalender mitgenommen. Christmas Break von KitKat. 3 so eine kleinen Weihnachtsmänner sind drin. Vielleicht teile ich es auch auf und nehme ihm dann nur einen raus. Mal schauen, wie ich es mache. Hat, glaube ich, gekostet genau 1,39 Euro. So, dann Janinchen. Wenn du guckst, hier Glitzersets, die gab es heute endlich. Das sind so Sets, 12 Farben sind drin. Die haben hier immer einen anderen Streifen und hier ist auch immer ein anderes oben. Also wenn man sich da irgendwie orientieren möchte. Hier hinten sieht man nochmal, welche Farben alle drin sein sollen. Das sind 12 Döschen mit, sorry, ich war aus dem Bild, 2,5 Gramm. Also es sind so, ich weiß nicht, kann man da jetzt reingucken, ohne dass irgendwas... Ja, es sind so ganz kleine Döschen. Ja, mit dem Glitzer hat die Kamera wieder Probleme und ich bin gleich beglitzert. Also schnell wieder da rein. Das war jetzt natürlich nicht so gedacht. Ist vielleicht nicht ganz dicht, das Döschen. Schön aufpassen. Also, dieses Set gibt es. Dann einmal dieses, da haben wir, also hier ist jetzt so rosa, lila, blau. Ein Goldton ist drin und was Rötliches, Silber auch. Dann haben wir hier so eher Gold, Rot, Silber, Bronze, Braun Töne, Rosa. Also es sind alles andere Farben, die unterscheiden sich alle ein bisschen. Ein blau-grün-türkises Set wieder mit Silber. Also manche Farben wiederholen sich auch. Dann dieses hier, das ist so ein bisschen ja blau-türkis-pink-neon-lastiger. Da ist aber auch ein Weiß mit drin. Und dann habe ich das noch mitgenommen, weil hier, wenn ich es richtig sehe, sogar ein Schwarz drin ist und ein bisschen kräftigere Farben. Rot, also da denke ich, Janinchen, hast du eine schöne Farbauswahl. 96 Cent pro Set. Ich weiß nicht, ob es noch eins gibt. Es gab jetzt nur die 5 verschiedenen. Die habe ich einmal mitgebracht. So, dann machen wir weiter. Auch für Janine mitgenommen habe ich diesen Block, Lovely Backgrounds. Der fehlte ihr noch und den hat sie nicht bekommen. Wir können kurz reingucken. Ich kenne selber auch noch nicht. Ja, hier so... verlaufene Farbeffekte, mal was Gestreiftes und Gepunktetes auf der Rückseite, auch nicht schlecht. Halt so Hintergrundpapiere, ne? Ich hoffe, ihr seht das, aber der Tisch ist jetzt schon so voll, dass das ein bisschen schwierig ist. Aber die meisten solltet ihr eh kennen. Gut, gepunktet ist natürlich auch sehr neutral oder diese Muster, die kann man immer nehmen mit Herzen. Dieses Verlaufene, obwohl wenn man den kleiner schneidet, ist das Muster schon wieder gar nicht mehr so schön, würde ich meinen. Aber er ist halt... ja, so ein schöner Basic-Block, gerade wenn man gepunktetes und gestreiftes Papier, was Neutrales mal braucht. So, sieht man das alles? Da sieht man die Seiten noch ein bisschen besser. Ja, also schön ist er auf jeden Fall. 1,94 Euro wieder. Dann, Moment, ich muss meinen zweiten Beutel auch noch ausräumen. Da ist noch mal einiges mitgekommen. Ich habe aber auch wieder ein paar Sachen, wie gesagt, mitgebracht. So, jetzt haben wir alles draußen. Dann habe ich einmal das mitgenommen. Das habe ich jetzt irgendwie neu gesehen. Pinie. Ja, ist abgebildet. 3-in-1-Power. Will ich mal probieren, ob das auch ähnlich gut ist wie die anderen, die ich sonst hole.
Das hat jetzt gekostet 89 Cent, einfach mal zum Testen. Aber du merkst, das ist eigentlich immer recht gut. Und dann habe ich noch gesehen, das war irgendwie auch in Aktion, 2,89 für 3 Stück. Ist nochmal ein Ticken günstiger, als wenn ich die Einerpacken hole. Aber die gab es auch jetzt erst wieder. Von daher habe ich da einfach nochmal so ein Set mitgenommen. Dann haben wir da erstmal wieder die nächsten Monate ausgesorgt mit, denke ich. Und es gab Weihnachtsblöcke, leider natürlich nicht mehr die schönsten. Das war jetzt der von den Rot-Grünen, der mir am ehesten gefiel oder am besten gefiel. Es gibt noch zwei andere. Einer ist so ein bisschen rustikaler mit Holzmotiven und einer ist so ein bisschen in Vintage. Also richtig mit Weihnachtsmännern, so auf altgetrimmte Gesichter stehe ich ja nicht so drauf. Aber der hier ist einfach rot-grün und es sind viele Papiere, wie man sieht, die man auch, die ich neutral finde, die man auch so nutzen kann. Gut, Tannenbäume, Schneeflocken vielleicht eher nicht. Aber gerade sowas, die sind natürlich, oder hier unten auch noch, so einfache. Die kann man immer super auch nutzen außerhalb von Weihnachten. Wir gucken einfach mal rein. Hier ist jetzt sowas drin, so Karten, die man ausschneiden könnte, wenn man noch eine schnelle Weihnachtskarte braucht. Ausgeschnitten, auf einen Rohling geklebt, vielleicht noch ein bisschen Deko drauf, fertig. So kariert. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man das zerschneidet, kann man das jetzt nicht so gut gebrauchen. Das ist nicht so günstig. Der ist foliert, der hat hier rote Folierung und Zweige. Dann sind hier so Anhänger, Geschenkanhänger, die man sich ausschneiden könnte. Ist auch nicht schlecht. Einfach Tannenbäumchen. Ist halt nicht so wild oder bunt. Das ist sehr neutral. Das kann man auch außerhalb Weihnachten nutzen. Ich hoffe, ihr seht was. Da sind so leichte Pünktchen drauf. Geschenke. Wenn man lustig ist, kann man die auch vielleicht separat ausschneiden. Einfach rotes. Ist auch nicht verkehrt. Das mit Schneeflocken. Da sieht es aus, als wenn es schneit. Aber ist auch neutral. Ja, da. Entweder das extra rausschneiden, obwohl es natürlich riesig ist, aber so im Ganzen verwendet man die Seite ja nicht. Oder man schneidet kleinere Stücken raus. Bei dem Preis ist es ja nicht schlimm. Schneeflocken wieder, Tannenbäume in grün foliert, das ist auch hübsch. Das, ja, ist jetzt nicht der Knaller, der Block, aber sind schon schöne Papiere und vor allem Sachen, die man auch außerhalb von Weihnachten nutzen kann, drin. Ein dunkles Grün. Das sieht ja fast aus, als wären das hier. Das ist durch die Folierung. Es wirkt auf der Rückseite, als könnte man es... Sieht man das? Schlecht rausdrücken, aber es ist durch die Folierung sieht man das hinten. Hier haben wir auch nochmal so Anhänger oder das könnte man vielleicht sogar so für Lesezeichen nehmen. Da sind auch nochmal Anhänger, teilweise foliert. Also schon ganz schöne Sachen, die man ausschneiden kann. Das ist auch schön mit dem Folierten hier. Wieder ein dunkles Rot, also fast schon ein Rotbraun für den Herbst oder so. Kariert. Also ich fand den schon ziemlich basic, da sind viele Papiere drin. Oder das, wenn man jetzt einen Adventskalender macht. Gut, die 25 braucht man jetzt in Deutschland ja nicht wirklich. Aber ansonsten so auf die Adventskalender-Päckchen draufkleben oder dranhängen, ist das schon eine schöne Sache. Mal schauen, wann ich die anderen zwei, die in Blautönen gehaltenen, bekomme. Die würde ich nämlich gerne noch haben. Das sind die einzigen, die mir noch gefallen würden. Die kosten, wo habe ich ihn hier jetzt stehen? Weihnachtsblock. Ja, auch 1,99, ne? Ja, 1,99, genau. Der andere 1,94 und der 1,99 der Weihnachten. Dann habe ich mitgebracht, die benutzt meine Mutter sehr gerne. Die findet sie sehr gut von Action hier, diese Wärmepflaster. 4 Stück sind jeweils drin. 2 Päckchen sollte ich ihr wieder mitbringen. 97 Cent ein Päckchen. Diese, die gehen einfach immer. Dann brauche ich für nächstes Jahr schon mal einen kleinen Kalender, einen Taschenkalender. Ich wollte jetzt nichts Großes, Schweres haben, sondern wirklich so ein kleiner, handlicher reicht. Da hatten sie jetzt mal einen, der mir ganz gut gefiel, in diesem Blau mit dem Kolibri hier drauf. Den fand ich ganz hübsch, Schmetterlinge. Es gab sonst welche so rosa und so. Gold ist auch eigentlich nicht meins, aber hier passt es wieder, finde ich. Ja, ist halt was ganz Einfaches, nur dass man mal Kleinigkeiten eintragen, Termine notieren kann oder so. Das reicht mir persönlich völlig aus. 95 Cent, kann man nichts falsch machen. Hole ich mir jedes Jahr beim Action einen. Dann habe ich einmal Eddings mitgenommen, weil meine irgendwie hinüber sind. 1,65, ein Zweierpack, Original Edding. Die nehme ich für verschiedenste Sachen zum Beschriften. Und da habe ich gemerkt, einer ist eh schon länger hinüber und der andere ist jetzt auch nicht mehr so doll. Die nochmal mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was die sonst irgendwo kosten. Dann habe ich mir mal einen Zahnpasta zum Testen geholt. Time to Shine. Weißere Zähne, Perlweiß an sich kenne ich. Das ist jetzt exotischer Geschmack. Es gab noch eine grüne Packung, die wäre mit Ingwer gewesen, aber Ingwer ist wahrscheinlich eher scharf. Das ist jetzt Ananasminze, also eher fruchtig. Bin ich ja mal gespannt. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Werde ich mal ausprobieren.
Mein Zahnpasta ist jetzt eh fast leer, von daher dachte ich, nehme ich das mal. Und 99 Cent ist, denke ich mal, nicht schlecht für so ein Zahnpasta. Das kostet in der Drogerie sicherlich auch mehr. Also durfte das einmal mit zum Probieren. Dann habe ich einen letzten, der lag zwischen den anderen irgendwo, der hing schon gar nicht mehr da. Pearl Shine von diesen Disney Princess Lippenpflegestiften gefunden. Magical Like a Mermaid Lip Balm. Ja, meine Nichte hat bald Geburtstag und sie liebt Meerjungfrauen und Prinzessinnen sowieso. Und den fand ich richtig süß. Rosa mit der Ariel drauf. Und ja, das passt einfach. Den bekommt sie dann noch mit zum Geburtstag. Kosten 79 Cent. Soll es auch noch diverse andere geben, aber es war der letzte, der jetzt noch da lag. Dann einmal von Dusch das, eine Badeessenz. Hier unten steht's. Mit natürlichen Ölen. Eukalyptus. Es gab noch was mit Kokos, aber mein Freund mag Kokos leider so gar nicht. Und einen mit Rose, das wäre auch nicht sein Fall gewesen. Ich denke mal, Eukalyptus passt. Er mag so Fichtennadel und so in die Richtung lieber. Und da er auch gerne badet, ist das mal was anderes als ein Badesalz für den Adventskalender. Die kosten 1,29 €. Ja, das. Und das hatte ich auf Fotos schon gesehen und habe gedacht, ah, cool, die Garnier-Sachen sind ja sonst relativ teuer in der Drogerie. Einmal so einen Fresh Mix Tuchmaske. Da hat man hier oben quasi die Tuchmaske und hier unten ist dieses Serum. Man tränkt das dann quasi selbst mit dieser Flüssigkeit. Ich habe erst gedacht, wie Tuchmaske, das ist ja flüssig, aber die steckt hier oben drin. Die haben jetzt gekostet, wo habe ich es denn stehen? Gesichtsmaske, schwarzer Tee und Vitamin C, 95 Cent. Vitamin C Shot. Und dann gab es noch die, es soll eigentlich noch eine andere geben, aber die gab es jetzt bei uns nicht. Das ist eine schwarze Tuchmaske mit Bambuskohle, klärende Feuchtigkeitsspende und mattierende Maske. Ich werde mal schauen, ob ich sie selber teste oder ob ich sie schon aufhebe. Meine Schwester hat nächsten Monat Geburtstag und sie benutzt sowas sehr gerne. Und ich weiß von ihr, dass diese Tuchmasken von Garnier halt sonst echt teuer sind in der Drogerie und sie die aber ganz gerne mag. Vielleicht hebe ich das auch auf und mache ihr da so eine Art kleinen Präsentkorb mit verschiedenen Produkten rein. Ja, beide je 95 Cent. Also, ihr Lieben, ihr seht, es ist einiges geworden. Naschereien, alles querbeet. Aber ich werde jetzt die Sachen verräumen. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.